mich einfach so ein Armbrustschütze abgeschossen, aber wo ist der? Ich sehe ihn gar nicht. Nein, geh weg. Ich glaube, ich werde demnächst auch ein Let's Play Mountain Blade Warband Multiplayer Together aufnehmen. Damit ihr es vielleicht ein bisschen lustiger und spannender habt. Nämlich mit meinem Freund Christoph werde ich das dann aufnehmen. Und ich hoffe, dass es dann ein wenig interessanter für euch wird. Und ja, ich empfehle euch nur, diese Videos euch dann anzuschauen. Und vielleicht findet ihr ja dann diese Videos besser als die Einzelspieler-Version davon. Und vielleicht werde ich dann auch, wenn ihr diese Together-Let's Plays besser findet als diese Einzelspieler-Let's Plays, dann werde ich vielleicht auch nur noch diese Warband Multiplayer Togethers aufnehmen. Weil dann wird es vielleicht auch, ja, wie schon gesagt, spannender und vielleicht auch lustiger. Und ja, ich würde dann sagen, dass ihr dann unter das erste Together-Video eure Meinung drunter schreibt, ob wir das nur noch so machen sollen oder ob ich die normalen Einzel-Let's Plays machen soll und dann noch die Togethers. Aber ja, wie schon gesagt, schreibt eure Meinung einfach dann unter die Videos drunter. Und Chrissy und ich werden uns dann danach richten. Und ja. So viel schon mal gesagt, es wird dann etwas witziger, hoffe ich. Und auch spannender zum Zugucken. Komm. Kannst dich nicht verstecken. So, und ich bin der Beste auf dem Server. 35:30 und mit diesem Bild beende ich jetzt meine Aufnahme. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt Let's Play Mountain Blade Warband Multiplayer mit Talion Pharon. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mountain Blade Warband Multiplayer mit mir, dem Talion Pharon. Und ich bin hier und heute auf dem ZHG-Server. Der ZHG-Server ist ein Belagerungsserver. Ja, ich wollte euch jetzt mal den Spieltyp Belagerung zeigen. Gehen wir erstmal hier drauf. Hier haben wir Königreich von Nords und Königreich von Swalien. Die oben stehenden sind, glaube ich, immer die Verteidiger. Ja, so wie es aussieht. Ich benutze jetzt hier mal Bogenschütze. Ja. Und bei der Belagerung ist es immer so, es gibt zwei Teams. Ein Team spawnt in der Burg, das andere Team spawnt draußen. Und das Team, wo draußen spawnt, muss probieren, die Flagge des Gegners einzunehmen, also in der Burg. Und ja, der ZHG-Server ist einer der bekanntesten Belagerungsserver. Und der bekannteste, würde ich jetzt mal sagen, ist der 22. Siegeserver. Siege steht sozusagen für Belagerung. Und ja, da wollte ich jetzt eigentlich auch drauf gehen. Aber da ich den Server jetzt gerade nicht finde, bin ich jetzt mal auf den ZHG gegangen. Denn ich habe mir überlegt, euch heute Belagerung zu zeigen. Und ja, da habe ich mir einfach den ZHG-Server rausgesucht. Und ja. Jetzt noch so als Information nebenbei. Ich habe wieder die alte Version von
Mountain Blade Warband. Das heißt, so viel bei meiner alten Version, die ging irgendwann nicht mehr. Ich konnte das irgendwie nicht mehr starten. Irgendwann hat es beim Laden einfach abgebrochen und dann kam eine Fehlermeldung, dass das Mount Blade nicht mehr richtig funktioniert und dass es aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt wird. Deswegen habe ich jetzt dann mal die Vorgängerversion wiederhergestellt. Und jetzt habe ich leider Gottes das normale Bannerpack wieder dabei. Also das normale Bannerpack. Sieht ihr jetzt auch hier an den Bannern. Deshalb ist jetzt unser Banner etwas anders. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Denn es geht ja hauptsächlich ums Spielen und nicht ums, um das Banner. Und ja. Ein Tipp nebenbei. Wenn ihr Belagerung spielt und ihr Verteidiger spielt, so wie ich jetzt gerade, dann nimmt meistens Bogenschützen, denn das ist am allerbesten. Und als Angreifer solltet ihr nicht so oft die Fernkämpfer nehmen, denn das ist immer sehr schwer, weil die Verteidiger meistens Bogenschützen sind. Daher... Und jetzt, während ich das hier alles erklärt habe, bin ich jetzt schon mal richtig voll abgegangen und schon mal 3 Headshots verteilt. Jetzt habe ich einen Killstand von 13-0. Naja. Ich glaube, durch das Reden wird meine Konzentration besser. Und ich spiele dann auch ein bisschen besser. Naja. Das letzte Mal, wo ich Bogenschütze gespielt habe, da war ich sehr schlecht. Komm schon. Komm schon. Und im Nahkampf muss ich auch mal wieder trainieren. Ja, das war jetzt mal hier so ohne Folgen der Aussetzer. Also der Lag, meine ich. Weil ich habe mich auch irgendwie im Nahkampf ein bisschen verschlechtert. Weil ich spiele zurzeit nicht so sehr viel Warband. Sondern eher zurzeit Diablo 3, das ich seit neuestem habe. Und ja, das ist ja klar, da hört man ja schon am Namen. Diablo 3, sehr bekannt, sehr schnell ausverkauft. Aber ich habe es doch bekommen. Und ja, jetzt will ich natürlich mal mit Diablo 3 durchkommen. Deswegen habe ich jetzt in der Zeit Warband ein bisschen vernachlässigt. Und jetzt, da ich keine Let's Play Videos mehr habe zurzeit, habe ich mir gedacht, dass ich jetzt, dass jetzt mal wieder an der Zeit wäre, ein neues Warband Let's Play zu machen. Und da bin ich. Mit einem Killstand von 5-0. So. Überraschung. Überraschung. Stirb. Stirb. Nein! Oh, hat nicht ganz geklappt. Naja, Killstand von 5-1 ist auch nicht schlecht. Und ja, jetzt noch etwas zu dem Spieltyp Belagerung. Die Verteidiger, die spawnen immer langsamer als die Angreifer. Ich glaube, die Angreifer spawnen immer, nachdem sie gestorben sind, in 5 Sekunden wieder. Und die Verteidiger erst in 40. Und es kommt auch auf... Die Spawn-Teil kommt auch immer auf den Server drauf an. Jeder Server hat, glaube ich, eine andere Spawn-Zeit. Also, wo halt der Verteidiger warten muss, bis er wieder spawnt. Und, es gibt einen Grund, warum ich auf den, 22. Zivi-Server draufgehen wollte, weil dort ist es nämlich mit Leben. Die Angreifer haben keine Leben, die spawnen so oft wie sie wollen, bis sie halt vom Server runtergehen in einer Runde. Aber die Verteidiger spawnen nur bestimmte Male, ich glaube 6 Mal in einer Runde höchstens. Und da sind auch die Zeiten länger, wo eine Runde gespielt wird. Ich glaube, das sind 15 Minuten eine Runde oder so. Ah, ja.
Aber da ich ja leider nicht auf den 22. Zielserver gehen konnte, beschäftigen wir uns jetzt mit dem ZHG-Server. Der ZHG-Server ist auch nicht schlecht, aber ich bevorzuge den 22. Zielserver. Aber ist jetzt egal, Hauptsache Belagerung. Oh. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Und auf einmal geht meine Awesomeness runter. Jetzt habe ich nicht mehr so einen guten Killstand. 5 zu 2, naja, geht doch. Das müssen wir ein bisschen auffrischen hier. Warum geht keiner zur Flagge? Einer ist da. Oh, jetzt spawn ich. Jetzt geht's. Die Flagge holen wir uns. Geht's. Das sieht nicht gut aus.